Herzlich willkommen zu UPL Season 2. Ich und Grippin. Hallo Grippin. Hallo. Wir beide haben uns gesagt, wir machen jetzt an der Oberstliga mit vom lieben Ufti. Und Rose, ich weiß nicht, ob man. Das ist eine andere Geschichte. Ja, wir machen an der Oberstliga mit. Grippin hat mich gefragt, yo, wir wollten eh mal irgendwann zusammenspielen. Hast du vielleicht Lust auf eine Oberstliga? Ich so, yo, bin dabei. So, ich habe jetzt zum ersten Mal eine Second Liga neben der TPA, die ja vom Grippin ist. Eben, Ehrenmann. Am Laufen. So, das heißt, ich musste mitmachen, sonst werde ich von der TPA geschmissen. Ganz. Darüber reden wir nicht. Okay, nee, aber ich glaube, das Video hier wird so ein kleines bisschen länger gehen, da wir uns nochmal kurz unseren Kader angucken können, den wir uns gedraftet haben. Wir haben uns einen Kader gedraftet? Wir haben uns einen Kader aus... Ich dachte, du hast den gedraftet. Kann man auch sagen. Wir hatten Anfangsideen zusammen, aber du warst dann ab der Hälfte des Drafts einfach weg. Und die Mons, die ich alleine gedraftet habe, sind natürlich die Solo-Carries, weil wir haben gelernt, TPA Season 1, wenn ich was alleine picke, ohne dass mein Teammate davon mitbekommt, ist es ein genialer Pick. Wie Hornio. Ja. Fick dich, Lysander. Immer noch legendär. Nee, aber, wir sind hier mit dem Team The Lords of Time. Time Lords, keine Ahnung, wie haben wir uns aber gesagt? Lords of Time. Das Logo werdet ihr auf den Thumbnails hauptsächlich sehen. Leider nicht hier, weil das in der Cover-Grafik nicht drin ist. Aber das sind unsere 11 super tollen Mons, wovon 6 Ubers sind. Yay, wir haben es geschafft, 6 Ubers zu bekommen. Wir fangen einfach an. Wir haben uns Deoxys first picked, weil ich Bock auf eine Glaskanone hatte. Ja, und Deoxys ist halt... Ja. Das Teil hat 180 Attack. Ja, das Junge hat 180 Attack und Schwertattack und einen 150er Speed. Ist damit meistens eins der schnellsten Monsters Matchups. In Ubers halt nicht ganz klar. Ja, also, in Ubers gibt es schon Mons, die schneller sind, aber trotzdem ist es halt ein verdammt schnelles Mons. Wenn du überlegst, ist es nur 50 Punkte langsamer als Eleki. Das ist halt schon, das ist eigentlich nichts. Ja. Also, wenn man so sieht, wie schnell Eleki eigentlich ist. So, dann haben wir uns, wir wollten einen guten Fee-Mon haben, Alter. Also, Fee in Uber ist eigentlich ein Muss. Wenn du keine Fee im Uber bekommst, dann hast du eigentlich schon irgendwas falsch gemacht. Weil jede Karte so gefühlt 50 Drachen hat. Ja. Hey, wir haben es geschafft, nur einen einzigen zu draften. Wir sind krass. Genau. Apropos zu mehrere Drachen, dazu kommen wir gleich gegen unseren Gegner. Ja. aber Nesernias, leider ohne Geomancy, aber trotzdem super strong, offensiv und defensiv gut pickbar, physisch und speziell gut pickbar. Also wir haben bisher so ein recht flexibles Team. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Flexible Picks mache ich seit TPL3 gerne. Ja, also ich muss, ja, ist halt... Dann nochmal ein bisschen flexibler geht's mit Arceus Grass. Jedes Team hat einen Arceus, kann ich spoilern in dieser Season. Und wir haben Grass abbekommen. Wir wollten, also ganz ursprünglich wollten wir Water. Dann war Water aber First Turn weg. Dann wollten wir Ground, dann hat uns ganz knapp bevor wir Ground picken konnten, von Froze weggepickt. Grüße gehen raus, mein Lieber. Ja. Ich mach dich die Woche noch in der GMSL platt. Das ist eine Ansage. Und dann am Ende hatten wir die Auswahl zwischen Gift und Pflanze. Und weil wir das eine Mon ganz unten rechts haben wollten, weil es einfach besser gepasst hat, dass wir dann nur noch kein Ghost-Type haben, haben wir uns für Pflanze entschieden, was in unseren Augen gar nicht mal so bad ist, weil Pflanze hat nicht so viele Schwächen. Pflanze ist ein recht okayer defensiver Typ. Und wir haben Coverage gegen alle unsere Schwächen. Das ist halt geil. Ja. Das ist halt an so gut wie jedem Arceus nice. Ja. Außer an Arceus. Welches war's? Welches hat eine Feenschwäche, aber. Nee, warte mal. Was? Dragon. Ich meine, Arceus hat halt keine Fairy Coverage, wollte ich halt sagen. Ja. Also Arceus hat fast alles an Coverage außer Fairy. Und deswegen macht es auch Sinn, sich aus Fairy zu draften. Hust. Spoiler zu diesem. aber dann hatten wir uns gedacht, wir picken uns einen tollen. Wir hatten Runde 3-4 einen Double Pick und wir wollten uns einen tollen Core picken. Entweder hatten wir uns überlegt, dass wir Q-Deck Libalo picken. Das ist jetzt an ein anderes Team gegangen. Ja.
Dann haben wir uns gesagt, so wir picken Kyurem White lieber low. Aber wir haben uns gesagt, Priorität ist Kyurem Black lieber low. Das, was wir gepickt haben, Kyurem White lieber low. Weil wir White nicht so sehr mögen wie Reshiram da Manaturn. Weil das ein guter Core ist. Es kann sein, dass wir zwischendurch vielleicht auch einen Nibelungen-Kader haben. Ja, vielleicht hat. Ganz vielleicht. Vielleicht hat auch. Vielleicht hat so ein gewisser Griffin nicht nachdenken können. Vielleicht war der einfach Brain AFK und hat sich gedacht, yo, wir sind dran, wir picken Nibelo. Ja. Es ist halt einfach so. Der Typ dachte sich also, einfach nur so, okay, Reshiram und Nibelo. Und ich so. Nein. Nein. Griffin aus. Aus. Wenn du schon hier bist, dann mach. Wenn du schon gleich abhaust, dann mach nichts falsch vorher. Also, wir haben jetzt das Ende des Reshiram und Galadam. Galadam hat halt einen gratis Bandpunkt. Ja. Dann haben wir ein anderes Mon, welches super also, ist. Nämlich haben wir unseren Steel-Type. Wir haben einen, sagen wir, Center Crowned. Das normale ist auch weggegangen, aber wir wollten unbedingt Crowned haben, weil wir halt den Steel-Type wollten, die Signature wollten. Und insgesamt das nochmal ein bisschen tankier ist. Wir wollten ein bisschen tankier da rein. Das fand ich gut. Ja. Also, das hat halt, ich glaube, 140er Death-Wert, 150er Death-Wert oder so. Kann ich einfach nur sagen, wir brauchten halt einen Mega. Wir wollten einen Mega. Also wir brauchten keins, aber wir wollten einen Mega und alle Uber-Megas haben uns irgendwie nicht so angetan, weil entweder sind die weg gewesen. Entweder waren die weg, sie waren Psycho oder sie waren Drache und irgendwie hat es irgendwie nie reingepasst. Oder sie waren Lucario und es wurde uns weggepickt. Oder sie waren Lucario und es wurde uns weggepickt. Deswegen habe ich Jonathan dazu überredet, einen Mega-Pinsel zu picken, das keine Cut-Moves darf. Ja. Aber wir haben halt einen Mega-Pinsel mit halt Outbreak, Moxie und Hypercutter außerhalb der Mega. Aber kriegen wir da vorher noch einen Kill mit Moxie, können wir mit plus 1 in die Mega starten, was halt übel geil ist. Und dann ist. Versucht da mal einen Switch reinzufinden ja. Dann. Dann haben wir halt. Dann halt mit Accelerate halt. einen guten Move. Aerialate. Meine ich, ja. Sorry. Eine gute Auswahl an Flying Type Moves. Ja. Sowas wie Flying Body Standby, Flying Double Edge. Quick Attack. Flying Quick Attack, welches dann noch geboostet wird. Und dann dachten wir, ich und Rippen uns einfach nur so, boah. Was ist noch nervig? Wir wollten eigentlich Toxapex haben, das ging dann aber sehr schnell weg. Sandern, Grüße. dann achten wir uns. Boah, ja, Blissey. Auf jeden Fall. Alles Spezielle kennst du nicht halt, einfach. Also. Weg. So. Alles Spezielle kann. Also, das checkt halt so gefühlt jedes dritte Uber, weil jedes dritte Uber speziell angreifen will. Ja. Außer das heißt, Dioxys. da. Oder es ist ein Arceus. Ja. Das bedeutet, wir können es eigentlich nie mitnehmen, weil jeder ein Arzt ist, was? dann habe ich mir gedacht, jeder braucht einen Uber Water. Wir haben Rotom Wash gepickt, weil uns halt ein Water und Electro-Type-Pick gefehlt hat. Wir hätten vielleicht noch Lantern wegen Water Absorb picken können, aber ich war nicht zu dumm und habe vergessen, dass Lantern existiert. Ich meine, wir hätten auch sowas wie Gastrodon picken können, aber das wollte John noch nicht. Und ich war an dem Punkt weg, das heißt, ich hatte keine Kontrolle darüber, was uns John hier zusammendraftet. Ja, da hat mir halt ein bisschen und der liebe TJ noch geholfen am Ende. Der hat noch ganz kurz zum Schluss, habe ich ihm nach ein paar Meinungen gefragt. Da hat er mir gesagt, Bruder, sieht doch geil aus. Jetzt guckt er sich nochmal an und dachte sich nur so, warum hast du die scheiß Rotom Bosch gebraucht? Aber, ich mein, hey, aber worüber wir zufrieden sind, kann man sagen, ist Nidoqueen Umbreon. Moment. Wir haben mit Rotom Bosch bessere Recovery als mit Lantern. Lantern kann sich mit Fähigkeit hochhalten. Rotom mit Pain Split und Rest. Es ist trotzdem kacke. True. wir haben halt noch eine Nidoqueen und einen Umbreon. Und hey, was wäre ich in 2021 ohne eine Nidoqueen? Deine Twitch-Spot. Meine Twitch-Spot, diesmal aber nicht als Twitch-Spot. Egal, nein. Aber ich kenne das Mon zum. Wenigstens kenne ich dann einen Mon schon halbwegs gut. Ich habe es schon dreimal gespielt, glaube ich. Und ich bin. Das Teil ist halt dadurch, dass es so defensiv, also es ist halt defensiv und deswegen ist es geil. So, Umbreon ist halt irgendwie so, es ist halt ein
eine Eeveelution, aber halt als Dark-Type. Das kann, mehr kann man eigentlich zu Umbreon nicht sagen. Wir hätten uns, wäre das halt irgendwie weggegangen, hätten wir uns halt so Roark gepickt, das wäre auch funny geworden. So. Also, was vermutlich noch das Beste an Umbreon ist, das hat Foulplay. Genau. Weil die Ubers haben halt alle standardmäßig, was weiß ich, 100 Base. Ja. Also die Cover-DBs. Das ist halt. Selbst wenn sie eigentlich speziell sind, die haben trotzdem 100 Base-Angriff, weil Ubers. Ja. Umbreon ist in der Uber-Liga eigentlich gar nicht mal so bad. Und ja, das ist eigentlich unser Kader. Und deswegen draftet man das auch und spielt das mal Teemo. Oh Gott, ja. Jedenfalls kommen wir zum Gegnerteam von Woche. Nämlich kommen wir zu FC Flyburg. Was? SC Flyburg. Der gute Ligaleiter direkt. Wir dürfen direkt gegen den Ligaleiter. Juhu. Ufti, wie geht's? Hast du Bock gehabt? Ich weiß es nicht. Vielleicht wissen wir es schon, wer weiß. Nein, aber was sehen wir denn direkt im ersten Match? Nervige Dinge wie Kangaskhan. Ich glaube, es. Wir sehen unser Signature. Wir sehen halt unser Signature. Dialga mit Palkia direkt. Beide Cover-Legis von der vierten Gen genommen. Gen 4. Dann haben wir einen Necrozma. Galeo-Fusion-Viech da. Necrozma. Abendmähne. Abendmähne, genau. Was vielleicht ein bisschen nervig ist, weil seine Fähigkeit nicht überbrückt werden kann. Ja, das heißt, aber unser Turbo-Brand von Reshiram ist so ein bisschen. Reshiram ist. Ja, nicht. Ja, ist halt. Nee. Dann hatten wir einen Arceus Fairy. Das ging, glaube ich, auch Runde 1 oder 2 weg direkt. 2. Ja. Einen Gligar. Gligar ist fucking nervig. Gliscor. Gliscor, genau. Das ist ein Gliscor. Gliscor war's. Gliscor ist fucking nervig. Weil Gliscor halt. Einfach. Gliscor ist. Gliscor ist halt Gliscor. Und das möchte halt getoxikt werden. Es denkt sich halt so: Ja, gib mir die Toxik. Mhm. Dann haben wir einen Mega Kangaskhan, wie gesagt. Oh mein Gott. Diese Fähigkeit macht einem so Angst. Ich meine, von den Werten her ist es nicht mal allzu krass, aber seine Fähigkeit ist halt einfach. Yay, plus 2 mit einem Power-Up-Punch. Let's go. Ist doch fair and balanced. Ah. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ein Melmetal. Melmetal ist cool. Melmetal ist auch recht. Ich finde recht strong. Es ist jetzt nicht das. Ich finde, es ist okay im Ubers. Aber es ist halt so, wenn du überlegst. Es ist halt irgendwie schwächer als Necrozma, als Steel-Type. Ja. Aber es macht halt doch trotzdem irgendwo was anderes. Was es halt strong macht, ist seine G-Max-Form. Ja. Aber das wird. Und die ist dann halt wieder. Ich bin ohne G-Max. Und die ist dann halt. Ja. Aber die ist dann halt schon wieder so ein bisschen. Ja. Dann haben wir Amogus. Den Job muss ich für Jeremy bringen. Amogus. So. Mein guter Pilz. Dein guter Pilz. Ich liebe das Teil. Ich mochte es nicht dagegen zu spielen mal und ich möchte wieder nicht dagegen spielen, weil. Glück haben wir eine Sleep Claws. Zwar muss ein Mon dann von uns pennen. Aber wir können ganz aber dann simpel. Man von ja, uns. Wir können ganz simpel einfach Pinsel reinschmeißen und wieder rauswechseln. Es passt schon. Ja. Oder wir schmeißen einfach Arceus Gras rein, dass sich so denkt, ich kann nicht gesleept schlafen? Werden. Ja, siehst du, deswegen ist Arceus Gras auch gut. Kann nicht gesleept werden. Hypnose. Oh, stimmt, da funktioniert. Egal. Passt ja. Nicht. Das nächste ist Latias. Latias ist halt. Der dritte Base-Type mit ihrem Team. Ja, Buff ist jetzt, glaube ich, etwas übertrieben mit den Dragons. So nach dem Motto, wie viele Dragons willst du haben? Ja. Oh Gott. Dieses Meme wird einfach auch nicht alt. Aber wir hatten auch 2 Steel-Types in dem Kader, ne? Ja. Aber was wir noch nicht hatten, ist einen Ghost und einen Dark-Type. Und jetzt haben wir einfach gleich beides mit Sableye. Zubiris ist einfach nervig. Und Zubiris ist halt einfach nur so gut im Uber wegen Prankster. Das ist halt einfach wirklich der Grund, warum dieses Ding gut im Uber ist. Du kannst damit so gut supporten
Und es ist einfach so nervig, weil gefühlt sich Darm, gefühlt sich Samacenta, Deoxys und alles, was bei uns physisch ist, denkt, oh geil, ein Irrlicht-Priok nehme ich gerne ins Gesicht, weißt du? Das ist halt so ein Problem, weshalb der eigentlich gegen uns mitkommen muss, ja. Weil unser Kader ist halt zum größten Teil physisch offensiv. Beziehungsweise er ist nicht physisch offensiv, aber er ist sehr flexibel, aber gegen seinen Kader sieht physische Offensive einfach gut aus. Da passt ein Zubiris. Bis dann Sableye kommt. Ja, da passt halt Zubiris. Bis dann so ein Sableye so sagt, hello there. Hello there. Ich komm. Also bis dann also... Und dann haben wir halt ein Mon, welches eigentlich, glaube ich, nicht mal so gut ist, aber da man hier Speedboost spielen darf auf dem Mon, sieht es schon mal ein bisschen anders aus. Ist Blazing O plötzlich wieder ganz okay. Kannst du also, halt physisch und speziell spielen mit Speedboost ist halt... Hufti, hör uns zu. Wenn du dieses Video ja. siehst, hier einmal Reversal. Tu es. Für die Fans. Für die Fans. nee, aber... Für die... Insgesamt. Für die Klicks von was? Für die Klicks. Aber damit wären wir auch mit dem Kader fertig. Aber wir labern viel zu viel. Aber natürlich, wir kommen jetzt zu unserem Team, welches wir mitgenommen haben. Wie lange haben wir jetzt eigentlich über diesen Kader geredet? Ist egal. Wir kommen erstmal zu dem, was wir mitgenommen haben. Wir fangen an mit Subway, unserem Shiny Arceus Grass. Mit der Metal Plate natürlich, weil warum sollte es ein anderes Item bekommen? Darf es halt nicht mal. Und... Einfach physisch defensiv. Ja. Einfach physisch defensiv, weil... Ja, der EQ Extreme halt Speed Recover und wir haben Last Minute Dragon Claw mit Defog aufgewechselt, falls die Rocks liegen. Genau, weil Rocks gegen uns halt schon... Ja, es kann nervig sein. Dann Burger King. Wahrscheinlich sehr nervig. Mit Choice Scarf, speziell offensives mit Choice Scarf. Wir dachten, Scarf, das soll diesmal nicht supporten, nicht deffen, das soll böllern. Wir haben dieses Spieltag gedacht, wir böllern. Wir haben Hyper Offense eigentlich gefühlt gespielt. Also, wer braucht Defensive? Ja. Mein Motto in der CPS Season 3. Und deswegen dachten wir uns Moonblast, Focus Blast, Flash Cannon und Aurora Beam. Perfekt, weil wir eigentlich damit alles gut hätten, auch wenn ich keine Ahnung habe, warum wir nochmal Flash Cannon dabei hatten, weil bei Moonblast auf einen Arceus Fairy mehr Damage macht. Wir reden nicht drüber. Ach Gott. Ja, dann. Reshiram. KFC, weil das ist das erste, was an ein Hühnchen rankommt. Ja. Wir reden nicht über unsere Nix. Ja. Die kam spontan. Kam spontan, weil wir uns dachten. Was haben wir, und was haben wir nochmal gesagt? Es ist warum haben wir auf die Nix nochmal? Du wolltest auf einmal Cernas Burger King, ne? Oder? Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie wir drauf gekommen sind. Es ist eine Menge Alkohol geflossen, warte, was? Also, unser Live-Op Reshiram, damit es mit Flu Flair in den Cosma für Step One hitten kann. Mit Draco beide der Drachen rausnehmen kann. Mit Earth Power gefühlt alles andere aus dem Kampf mit Focus Blast mehr Mittel. Auch wenn Earth Power auch gut Schaden macht, aber Focus Blast macht halt dann nochmal ein bisschen mehr. Und Focus Blast war halt dazu nochmal für Kangaskhan. Ja, ist alles gesagt, was gesagt werden konnte, gehen wir weiter. Haben wir Cayman Unser Pinsier, der Cayman Bruder, komm in die Gruppe. Mit Moxie diesmal, halt dann halt nach der Mega in der anderen Fähigkeit. War wichtig, wir haben hier vorher Moxie gespielt. Also, weil es kann ja sein, dass er sich denkt, yo, ich schmeiß einen Mon dagegen ab. Hoch, wir sind auf plus 1 und in der Mega auf plus 1. Ja, wir können halt irgendwie mit Quick Attack einen Kill klären, ohne zu Mega, und dann ist halt Moxie ganz geil. Mit Body Slam, Earthquake, Knockoff und Quick Attack dann. Bofrost, unser Scarf, es gibt keine Item Crossbow, also wir dürfen Double Scarf spielen. Galadarm. Scarf Darm, einfach Gorilla das Tactics. Beste. Ja. Free Band und dann einfach das beste Moveset, was wir haben können. Icy Crash, Earthquake, Flare Blitz und Turn. Genau. Pizza Hut, Summer Center Crown mit Rusted Shield, Close Combat, Play Rough, Behemoth, Splash und Ice Fang kittet alles an. Die Eisattacken übrigens überall waren gefühlt nur für Gleiscore da, damit, weil wir Angst hatten, dass es mitkommt und wir sonst nichts hätten. Also für alles, auf allem der Ice-Move auf, gegen Gleiskorb, bis auf Darmanitan, der soll einfach nur Eis drücken. Ja, der soll einfach nur einen Step haben. Der soll sich einfach nur denken, was ist dein Switch-In? Nein.
Gott, nein. Und wir kommen dann jetzt. Es wird ganz kurz weird aussehen für euch. Nach 20 Minuten zum Kampf, juhu. Guck, wir können jetzt nochmal das Darmanitan-Set in Nähe betrachten. Nein, wir kommen jetzt zum Replay. Sieht man das Replay gut? Du musst es mir sagen, weil ich bin nicht am OBS. Ja, gut. Das Replay ist immer gut. Perfekt. Wir machen die Musik aus, damit es uns nicht vielleicht die Ohren wegfegt. Stellen auf Slow und können beginnen. Wir sehen halt Blaziken, Kangaskhan, dahinter dem Necrozma ist noch ein Zubiris versteckt. Zubiris hat sich einfach gedacht, ich bin nicht da. Gesagt, Necrozma ist auch da. dann das Arceus Ferry und Memetal. Und ja, wir haben uns eigentlich gedacht, yo, Xerneas hat Spaß im Matchup. Ja, Xerneas kann einfach ein gutes Lied machen. Dann kam halt sogar ein guter Lied rein, nämlich Kangaskhan, weil rum auch immer man mit Kangaskhan leadet. Ich finde Kangaskhan ist gar nicht mal so ein guter Lied. Hätte halt so ein Lied von. Man hätte halt mit Necrozma direkt leaden können, man hätte mit der Fee leaden können, mit Melmetal, man hätte mit Zubiris leaden können, um halt direkt einen Prankster-Play zu machen. Oder halt, was auch beliebt ist, leadet doch mit Blaziken, Sash, Reversal. Yay! GG. So, weil dann würde nur Pinsy uns retten können mit der Quick Attack. Gegen uns wäre es kein wirkliches Game, weil wir Pinsy haben. Aber wenn man halt gegen Blaziken keine Prio dabei hat, ist das halt so ein bisschen problematisch mit dem Set. Aber halt. Wenn man halt auch gegen einen Mega Kangaskhan keinen Rocky mitnimmt, das ist auch so eine Frage. Ja, gut. Wir haben halt kein gutes Rocky mitgenommen. Wir haben uns halt dann gedacht, okay, wir leben alles mit. Ja, wir können jetzt hier einfach. Wir leben alles und Moonblast tooltet, wir drücken Moonblast, eine Crossmark kommt rein und wir. Machen sogar okayen Damage. Da war jetzt das Problem ein bisschen raus, ging auf Reshiram, weil Reshiram das Ding auf der Range sowieso one-hitten kann mit einem Life-Orb. Auch wenn es speziell defensiv ist. Hey, wir haben ein Problem. Das Ding hat Dragon Dance gedrückt und wir waren einfach so, das Ding one-hittet uns hier. Mit einer 65% Chance, wenn es kein Element Invest ist. Und wir mussten hoffen. Ja, also, es war halt so, wenn er uns jetzt mit EQ killt, ist es halt ein GG. Ja. Es wäre dann einfach ein GG. Das heißt, gewesen. Wir mussten hier auf die Roll gehen. Du Biest. Wir leben mit. Also, ich habe es nochmal nachgeschaut. Wir haben mit einem KP gelebt. Freundschaftsbonus. Mit einem fucking KP. Und Necrozma ist tot. Und wir aber auch wegen dem Live-Orb. Reshiram auch, aber. Das ist für uns so okay. Den Trade nehmen wir halt. Ja. Wir gehen dann halt in Pizza Hut, weil wir uns denken, yo, der hat jetzt ein geiles Matchup. Melmetal kommt rein und. Dann haben wir eine Chopper Berry getriggert, weil. Wir haben uns halt so gedacht, Melmetal, wenn das jetzt hier drin bleibt, könnte es Chopper Berry sein, wenn es halt für Steph ist. Weil dann ist es halt ja noch besser, wenn halt. Also, eine Chopper Berry ist an sich, war eigentlich gut, weil halt ein Kangaskhan im Team ist. Kannte man damit rechnen, dass irgendein Mon vielleicht eine Chopper Berry hat, um halt für Kangaskhan einen Hit tanken zu können. Und deswegen dachten wir uns, komm, wir drücken hier CC, weil auch wenn es offensiv wäre, wir eigentlich richtig gut Damage gemacht hätten. Die keinen richtigen CC-Switch hatten, außer zu Beerus und vielleicht Arceus Ferry, obwohl wir danach halt einfach im Beerus-Morph-Bash gehen könnten. Und dann ist das Field auch weg. Ja, und deswegen dachten wir uns, oh gut, Chopper Berry wird getriggert, das heißt. Und das ist Full First Death bedeutet, ab der Range kann sogar, glaube ich, jetzt, also nicht ganz die Range, aber Xerneas hat jetzt noch mehr Spaß. Xerneas killt jetzt. Okay. Xerneas killt jetzt mit einer. So, wir sind jetzt nur noch Gutes auf Minus Spitz Death, nur wegen. Genau. Und das ist. Dauntless Shield, weil Dauntless Shield ist geil. Die sind halt Full Death, das kann man am Damage, den wir ihnen gemacht haben, gesehen. Oder dass die uns gemacht, den sie uns gemacht haben. Wir kommen in Pinsy, aber Pinsy einfach von dem Bodypress nichts nimmt. Also, Pinsy hat halt 100 Def. Ja. Pinsy hat 100 Def, keine Ahnung warum, aber er hat's halt. Und deswegen können wir jetzt hier Mega drücken. Und sie drücken Rock Tomb. Und wir leben da. Also, wir leben einen vierfach sehr effektiven Hit. Und es ist einfach unfassbar, was Pinsy und wie ist das mit 120 Def. Ja, und wir können jetzt hier nochmal ein EQ auf Kangaskhan rausbekommen und gehen jetzt hier raus auf Arceus Grass. Auf Arceus, weil wir wollten Pinsy zum Second noch benutzen oder halt um eine Quick Attack zu drücken für einen. Falls das Basic uns zu Probleme macht. Dann hat Mega Kangaskhan. Okay, Sucker Punch kommt. Es hat damit gerechnet, dass wir Quick Attack drücken. Für nochmal Chip.
oder halt irgendwie nochmal was auf was gehen. Wir sind halt mit, von einem Fakeout ausgegangen, aber da es kein Fakeout dabei hatte, ja, passt das noch besser, weil wir dadurch nicht mal Chip haben auf Subway. Bodystamp kommt. Das nehmen wir auf jeden Fall. Und wir kriegen halt kommt, zwar, wir kriegen die Para, aber es ist halt nicht so tragisch, solange wir keine Full Paras bekommen. Genau. Wir drücken Earthquake. Wir drücken IQ. Das macht guten Schaden. Machen guten Damage. Denken wir uns, okay, wir können das einfach also nochmal IQen. Die drücken Drain Punch und recovern sich. Wir waren so ein bisschen verwirrt über den Drain Punch. War, weil jetzt, da, durch den Drain Punch, sind sie jetzt trotzdem in der Range für E-Speed. Bedeutet, wir müssen jetzt einfach nur E-Speed treffen. Full Para kommt. Unlucky, ja, aber Body Slam kommt. Ist halt so, nervig, aber jetzt dann halt. Ja, E-Speed kommt. Speed, und damit ist halt dieses Kangaskhan komplett gewollt geworden von einem Pokémon. Wir hatten so viel Schiss und dann kommt einfach Arceus Grass an und denkt sich, nein. Man muss auch dazu sagen, wir haben das halt nur so gut checken können, weil die keinen Seismic Toss gedrückt hätten. Seismic Toss wäre ein Treat gewesen, aber wir hätten da, danach hätten wir dann halt nichts reinschicken können. Wir mussten jetzt halt hoffen, jetzt war Blaziken drin und wir mussten halt hoffen, dass irgendwie Misplay kommt, die auf Sword Dance gehen, weil wir die denken, wir wechseln raus oder so. Und sind halt hier einfach auf EQ gegangen, weil wir das Ding eigentlich stacken wollten. Wir eh langsamer sind und sie drücken Sword Dance. Und unser Gesicht war, mein und Grippins Lachen war einfach, glaube ich, big. Weil wir können auf 25% mit einem E-Speed killen. Wenn jetzt keine Full Power kommt, holt sich Arceus einen zweiten Kill. Es ist halt so geil. Protect kommt und wir kriegen keine Full Power. Das ist schon mal gut, aber bekommen wir jetzt die Full Power, dann raste ich aus. Also es. Und wir kriegen sie Gott sei Dank nicht. Blaziken ist tot. Zweiter großer Threat ist weg. Juhu. Damit ist eigentlich nur noch das größte Problem, dass wir scheiße spielen. Weil wir sind gerade in einer so insane Position. AKA, beziehungsweise also, würden wir jetzt. Also dieser Turn war wichtig, weil hätten wir hier misplayed und nicht daran gedacht, dass das Ding easy Callmine drücken kann. Dann hätten wir verkackt, weil jetzt können wir hier einfach auf Darm gehen. Weil das Call Mind drückt, ist in eine Range bekommen. Das ist halt. Flare Blitz bekommt. Wir sind auf Flare Blitz gegangen, falls Melmetal reinkommt oder falls Sableye reinkommt. Weil gegen Melmetal für Fist of Matter Icicle Crash. Ja. Also und die mussten halt. Und wir hatten halt gesagt, sie könnten halt auf Melmetal rausgehen, weil sie Angst haben müssen, dass wir Iron Head dabei haben. Genau. Und deswegen haben wir gesagt, Flare Blitz. Wir lassen uns dann hier killen tatsächlich. Von Judgment. Passt, denn wir können jetzt hier einfach in Samazenta reinkommen und Behemoth Bash drücken. Weil das killt auf der Range und wir sind schneller. Sableye kommt rein und Pinsy hat uns so zugeflüstert. Und jetzt war es halt offensichtlich. Pinsy hat uns zugeflüstert, dass es gerne sich für den Burn opfern würde. Wir hätten ja auch in Xerneas gehen können, aber das Ding ist, dass wenn es. Die Frage ist halt, es kann uns nicht tricken und es kann halt so ein Kack-Item auf Xerneas tricken. Dann kann es uns burnen und wir sind auf 8% Leben. Das heißt, wir tanken einen Burn-It. Und wir kriegen in einem guten Fall noch einen Knock-Off auf das Ding raus, sodass das Item back ist, sodass halt der Trick, wenn sie einen dabei haben, vielleicht so ein bisschen abgeschwächt wird. Das heißt, wir gehen hier auf Pinsir und der Plan geht halt vollkommen auf. Ich meine, der Will-O-Wisp ist obvious. Ja, der Plan geht vollkommen auf. Die recovern, wir können hier den Knockoff rausbekommen. Dann die recovern sich und hauen den Lagging Tail ab. Das heißt, es hat sich tatsächlich gelohnt. Und KMNS, Bruder, stirbt leider. Ja, aber der KMNS hat. Der KMNS hat gute Arbeit geleistet. Jetzt können wir hier mit Xerneas einfach. Jetzt können wir hier mit Xerneas einfach Moonblast drücken. Wenn wir Glück haben, trickt es trotzdem und wir können sogar dann gegen Melmetal Focus Blast drücken. Und dann Move wechseln. Ja, und das machen sie sogar, weil Bufti leider also, über. Also ihr müsst euch so vorstellen. Wir haben uns so ausgemacht, wie sich das so angefühlt hat bei Bufti drüben. Bufti saß da so, sah dieses geburnte Pinsy und dachte sich nur so, ach, ich recover jetzt, guck aus dem Fenster kurz, es kann ja eh nichts passieren, guckt wieder drauf, ach, Xerneas ist drinne, wir tricken. Ach, warte, ich hab kein Item mehr. Ich habe mir gerade selber einen Scarf gegeben und das kann jetzt Move switchen und ist trotzdem schneller als Melmetal. Ups. Denn das dadurch so also, kann wir jetzt mit Moonblast killen. Er checkt halt nicht, dass wir keinen Lagging Tail haben. Und wir bringen halt einmal mit Focus Blast Melmetal um. Genau. Der Crit extra hat noch Crit, der hat aber nicht gemattert, weil gemattert. Seine die Death von dem Vieh ist halt kacke. Und ich zitiere jetzt Bufti im Chat.
Wait, what? Wann hat Sableye sein Item verloren? Hä? Lol, fuck, habe ich komplett nicht mitbekommen. Ja, GG. Also, sorry, Jan, wirf dir auf. Sorry, dass wir so lachen, aber es ist halt so witzig. Ey, es war halt, okay, es kann halt jedem passieren. Es kann jedem passieren. Ja. Es war aber trotzdem wunderschön. Und dann können wir jetzt hier einfach in Summer Center rausgehen, damit es nicht mit CM durchgehen kann und mit BM of Bash den Kampf 3-0 gewinnen. Yay, wir haben unseren ersten Kampf gewonnen. Und damit schlagen wir als Erste in der UPL den, der letzte Season unschlagbar war. Der ist letzte Season einfach, ich glaube, das waren 10 Leute, der ist 9-0 durch. Oh Gott. Also wir haben den größten Thread raus. Wir haben einen sehr guten Spieler raus, der heute einfach keinen guten Tag hatte. Der Kampf war nämlich vor einer Stunde ungefähr. Minuten. Ja. Oder 1-2 Stunden. Das Gute ist, ach scheiße, ich hätte nach dem Feuer gucken sollen. Fuck. Feuer? Fällt mir gerade ein. Ach, was? Ja, ich sollte bei uns zu Hause nach dem Feuer gucken, während meine Eltern weg sind. Jetzt ist das Feuer aus. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass es jetzt mal hier brennt oder so. Ah, nee, alles gut. Ich bin froh, dass es gut geklappt hat, alles. Wir sind jetzt halt in der oberen Hälfte, ne? Wir haben jetzt noch 6 Spieltage vor uns. Auf jeden Fall, ja. 6 Spieltage sind jetzt noch vor uns. Steht schon fest, ob wir dieses Season Playoffs spielen? Wir spielen ohne Playoffs. Okay. Das bedeutet, Road to Rank 1, let's go. Ja, also mal gucken, wie es so funktioniert. Ich will meinen dritten Titel holen. Ich meine, unser Kader ist strong. Ja, unser Kader. Auf jeden Fall. Und ich hab Bock, meinen dritten Titel zu. Ich hab Bock, meinen ersten Titel zu holen. Keine Angst. Der wird schon. Oh Gott. Ja, mal schauen. Aber hey, kurze Info für den Rest von euch. Spieltag 2 wird es dann nächste Woche bei Griffin geben. Wir wechseln uns jedes Mal ab. Bedeutet, bei mir kommen 1, 3, 5 und 7. Bei ihm bei 4 und 6. 4, 6. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dann schaut auch gerne bei Griffin vorbei, falls er mal seine eigene Liga hochladen möchte. Oder seine Chainlock könnt ihr auch gerne verfolgen. Schaut meine Chainlog, ich brauche Traffic. Ja. Ich muss jetzt gucken, dass ich nochmal alle Teilnehmer von der UPL unten in die Videobeschreibung verlinke, die einen Kanal machen, die einen Kanal haben. Wir müssen. Gar nicht so viele. Ich glaube, es sind nicht so viele, aber wir müssen mal nachfragen gleich auf dem Server. Und ja. Bis dann. Tschüss. Schaut die PL auch noch, wenn ihr interessiert seid. Bye. Müsste glaube ich, am selben Tag hochgekommen sein. Ich glaube, beides kommt immer sonntags. Also passt das. Tschüss.